Heute ist eigentlich Musikando-Tag, aber leider fällt ja Musikando aus. Aber ich habe noch ein kleines Filmchen aus dem letzten Jahr gefunden. Und zwar, als wir hier bei Musikando mit dem Sonogenic, mit der Kita von Yamaha, richtig abgerockt haben. Und ich will die Gelegenheit nutzen, noch mal kurz zu zeigen, wie das Ganze überhaupt funktioniert hat. Ich habe nämlich die Kita drahtlos benutzt, das heißt also ohne Strom. Sie hat ja Batteriefach hinten. Ja? Nebenbei gesagt, ich habe jetzt hier mal kurz eine Powerbank angeschlossen. Das geht also auch, weil ich gerade keine Batterien zur Hand hatte. Und die Idee dazu, was ich überhaupt spiele, die kam mir tatsächlich erst in Gemünden letztes Jahr. Und zwar dachte ich mir, ja, ich nehme vielleicht den Titel Still Got the Blues von Gary Moore, weil das ist so ein typischer ja, Gitarren-Abrock-Titel und ich wollte eigentlich auch mal so richtig abrocken mit dieser Kita. Und habe schnell noch im Hotelzimmer einen Playback gemacht, und zwar mit dem Genius, den hatte ich im Hotelzimmer dabei. Da gibt es diesen Style, Guitar Blues, klingt so. Den habe ich kurz aufgenommen mit dem Audio-Recorder und habe ihn in GarageBand reingelegt als Playback. Das zeige ich jetzt hier an der Stelle nochmal. Und zwar, das ist der Song. So sieht er aus. Okay, gehen wir mal in die Spuransicht nochmal. So, hier sieht man das. Hier sieht man jetzt das Playback. Habe ich also, wie gesagt, einfach mit dem Genius eingespielt in Echtzeit. Und so klingt es. Wunderbar, funktioniert. Also einfach mit der linken Hand eingespielt, kein großes Problem. Und dann habe ich mir ein einziges Instrument hier zurechtgelegt, diese Gitarre. So. So, die kann man also hier auf dem iPad spielen. Und diesen Sound habe ich dann aber gespielt mit der Keytar, und zwar drahtlos über Bluetooth MIDI. Wie funktioniert das Ganze? Also hier in die Einstellungen gegangen von GarageBand. Und da gibt es hier unten erweitert und da gibt es Bluetooth-MIDI-Geräte. Da gehe ich jetzt hier mal rein und da gibt es hier das S550. Damit habe ich das jetzt hier einfach verbunden. Das war's schon, ja? Also mehr ist gar nicht zu tun und schon kann ich diese Keytar, jetzt lege ich einfach mal das iPad hier einfach mal beiseite und schon kann ich jetzt diese Keytar, die hat also keinerlei Kabel angeschlossen, also bis auf jetzt hier dieses Powerbank-Kabel, weil ich keine Batterien habe. Ich darf ja das Haus nicht verlassen. Ja. Kann ich jetzt diese Gitarre genauso spielen wie hier? Ich kann also jetzt dieses MIDI-Instrument verbinden mit beliebigen Programmen. Das kann also Cubase sein, das kann GarageBand sein, das können andere Klangerzeuger sein. Ja? Und kann jetzt sozusagen das, was diese Gitarristen dann immer so treiben, ja. Das kann ich jetzt als Keyboarder auch.
Das war also Musikando 2019 und wir hatten jede Menge Spaß. Und für 2020 hätte ich auch wieder eine Überraschung dabei gehabt, aber die verrate ich noch nicht. Musikando ist ja nur verschoben. Was mich besonders gefreut hat, ist, dass einige Teilnehmer von Musikando 2019 anschließend auch das Sonogenic sich selbst besorgt haben. Und eine Idee, nämlich die von Christian Schmidt, die fand ich besonders clever, weil er hat sich nämlich noch ein extra Sample-Package gebaut, wo er Bass-Akkord jeweils auf die weißen und schwarzen Tasten verteilt hat. Das heißt also, man spielt F, Bass, F-Akkord, G-Bass, G-Akkord und so weiter und so fort. C-Bass, C-Akkord. Und damit kann er praktisch mobil jedes Stück begleiten und kann durch das Publikum gehen oder bei Feierlichkeiten durch die Leute gehen und beliebige Stücke ganz mobil begleiten. Fand ich eine tolle Idee. Musikando ist also auch immer ein Ort, wo kreative Ideen ausgetauscht oder auch teilweise geboren werden. Ich freue mich jetzt schon richtig auf den Herbst Musikando 2020. Ein Tipp noch, oft gefragt, Bluetooth-Verbindung zum iPad, gibt es da nicht Latenz? Die Antwort lautet nein, weil es ist ja Bluetooth MIDI und nicht Bluetooth Audio. Das heißt also, die übertragenen Datenmengen sind so gering, dass man keinerlei Latenz hat und das ohne weiteres spielen kann. Und wie weit kann man laufen? Also ich bin schon über 30 Meter, habe ich mich bewegt vom iPad weg, ist überhaupt kein Problem. Hängt natürlich ein bisschen von den Räumlichkeiten, von den örtlichen Gegebenheiten ab, aber normalerweise ein Umkreis von, sagen wir mal, mindestens 20 Metern ist problemlos möglich. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie am besten gleich diesen Kanal, keyboard-seminare.de.